Das Wettschmieden der Zwerge. Lokis Versuche, den Asen zu schaden, nahm kein Ende. Eines Tages gelang es ihm, Sif, die Gattin Thors, ihres Haupthaares und damit ihres schönsten Schmuckes zu berauben. Seine Tat blieb aber nicht ungestraft, denn sobald Thor erkannte, was geschehen war, ergriff er den weit schwächeren Loki und hätte ihm alle Knochen im Leib zerbrochen, wenn der Übeltäter nicht versprochen hätte, für Sif goldenes Haar herbeizuschaffen. Er beauftragte damit kunstfertige Zwerge, die Söhne Ivaldis, und diese brachten das Werk wirklich zustande. Aber auch noch andere Kleinode mussten sie fertigen. Da war zunächst ein herrlicher Speer, Gungnir genannt, den später Odin zum Geschenk erhielt. Eine besonders kunstvolle Arbeit war das Schiff Skidbladnir, das so groß war, dass es alle Asen in voller Kriegsrüstung aufnehmen konnte. Wenn es dagegen nicht gebraucht wurde, so konnte man es so klein zusammenfalten, dass man es in der Tasche tragen konnte. Die Zwerge waren mit Recht auf diese drei Kunstwerke besonders stolz. Als Loki mit den Kleinoden unterwegs war, begegnete ihm ein Zwerg namens Brock, dem er seine Schätze mit den Worten zeigte, solche Zier wie Ivaldis Söhne vermöge kein anderer Schmied zu schaffen. Da antwortete Brock, sein Bruder Sindri sei ebenso tüchtig. Und als Loki das nicht glauben wollte, rief der Zwerg aus, Sindri könne ganz gewiss drei ebenso bedeutende Meisterwerke schmieden. Da verwettete Loki seinen Kopf dafür, dass kein Schmied den Söhnen Ivaldis gleichkomme. Brock aber suchte Sindri auf und erzählte ihm von seiner Wette mit Loki. Darauf begaben sich die beiden Brüder zur Schmiede. Sindri legte ein Schweinsfell in die Esse und befahl Brock so lange ohne Rast mit dem Blasebalg zu arbeiten, bis er wiederkomme. Damit verließ Sindri die Schmiede, Brock aber bediente eifrig den Blasebalg. Obgleich sich ihm eine Fliege auf die Hand setzte und ihm Stich auf Stich versetzte. Er hielt so lange aus, bis Sindri sein Werk aus der Esse nahm. Es war ein Eber mit goldenen Borsten. Nun legte Sindri Gold in die Esse und trug Brock auf, wieder so lange zu blasen, bis er zurückkomme. Die Fliege kam bald darauf wieder und setzte sich Brock auf den Hals und stach ihn so stark, dass er es kaum aushalten konnte. Da kam gerade noch zur rechten Zeit Sindri wieder und sagte, nun sei es soweit, dass Brock einhalten könne. Mit diesen Worten nahm er einen goldenen Ring aus der Esse, den er Draupnir, den Träufler, nannte. Noch ein drittes Werk galt es nun zu fertigen und dazu legte Sindri Eisen in die Esse. Er schärfte seinem Bruder ein, den Blasebalg ja nicht vorzeitig ruhen zu lassen, denn dadurch würde alles verdorben. Kaum war er weggegangen, so kam die Fliege wieder. Sie setzte sich diesmal Brock zwischen die Augen und stach ihn in die Lider, sodass das Blut dem Zwerg in die Augen rann und er nichts mehr sehen konnte. Da griff er schnell mit der Hand nach der Fliege und streifte sie ab. Doch im selben Augenblick sank auch schon der Blasebalg zusammen und das Schmiedefeuer erlosch. Zum Glück war aber das Werkstück schon fast vollendet. Da dies geschah und als Sindri kam, nahm er seinen Hammer aus der Esse, dessen Griff nicht ganz die richtige Länge hatte, weil das Feuer zu früh erloschen war. Sindri überreichte nunmehr Brock den goldenen Eber, den goldenen Ring und den Hammer und trug ihm auf, damit zu den Asen zu gehen, die darüber entscheiden sollten, ob diese drei Kleinode oder die von Ivaldis Söhnen geschmiedeten den Vorzug verdienten. Auch Loki stellte sich ein, um sich dem Urteil der Asen zu unterwerfen. Die Asen nahmen ihre Richterstühle ein und erklärten, das Urteil solle von Odin, Thor und Freya gefällt werden. Da überreichte Loki den Speer Gungnir Odin, Thor gab er das für Sif bestimmte Goldhaar und Freya das Schiff Skidbladnir. Die drei Kostbarkeiten hatten aber besonders wertvolle Eigenschaften, die Loki nunmehr verriet. Gungnir war nicht mehr zu hemmen, wenn einmal mit ihm ein Stoß geführt worden war. Das für Sif bestimmte Goldhaar wuchs sogleich an deren Haupt fest und war ganz so, wie ihr eigenes Haar gewesen war. Skidbladnir aber hatte überall dorthin, wo sein Herr zu fahren wünschte, günstigen Wind. Nach Loki kam Brock an die Reihe, seine Kostbarkeiten vorzuführen. Er gab Odin den Ring Draupnir und sagte, jede neunte Nacht würden von Draupnir acht Ringe abtropfen, von denen jeder so schwer sei wie Draupnir selbst.
Den Eber gab er Freya und sagte dazu, dass er schneller als jedes Ross bei Tag und Nacht über Land und Meer rennen werde. Im Dunkeln aber würden die Borsten des Ebers so hell strahlen, dass es hell genug sein werde, um den Weg nicht zu verfehlen. Das letzte Kleinod, den Hammer, gab er Thor. Er nannte die Waffe Mjölnir und sagte dazu, sie werde den Dienst nie versagen, so stark Thor auch damit zuschlage. Und wenn er den Hammer schleudere, so werde er stets sein Ziel treffen, dann aber von selbst in seine Hand zurückkehren. Und wenn er wolle, so werde der Hammer so klein, dass er ihn in der Hand verbergen könne. Nun war allerdings der Hammerstiel etwas zu kurz geraten. Das war aber das Werk Lokis, denn er war es gewesen, der in Gestalt einer Fliege Brock hatte hindern wollen, mit dem Blasebalg zu arbeiten, da er gehofft hatte, auf diese Weise die Vollendung von Sindris Meisterwerken zu stören und seine Wette zu gewinnen. Alle seine Anschläge waren aber misslungen, denn die Richter entschieden, dass der Hammer das Beste von den 6 Kleinoden sei und damit war Lokis Haupt dem Zwerg verfallen. Wohl bat Loki, er möge doch Lösegeld annehmen, aber davon wollte Brock nichts wissen. »So nimm ich denn«, sagte Loki. Aber im selben Augenblick, da Brock nach ihm greifen wollte, war er verschwunden. Er hatte sich in seinen Schuhen, die ihn über Land und Meer trugen, davongemacht. Da bat Brock Thor um Hilfe und dieser hatte Loki alsbald eingeholt und brachte ihn zurück. Brock griff nun nach Loki, um ihn zu enthaupten. Da rief dieser, »Den Kopf habe ich dir verwettet, nicht aber den Hals dazu.« Voll Zorn erkannte Brock, dass Loki ihn bei der Wette hintergangen hatte. Nun gedachte er, Lokis Lippen zu vernähen, sodass diese verhungern und verdursten müsse. Das Messer, das er dazu verwenden wollte, schnitt aber nicht. Er rief, »Hätte ich doch Sindris Aale zur Hand.« Im selben Augenblick, in dem er diesen Wunsch ausgesprochen hatte, lag ihm plötzlich die Nadel in der Hand und nun konnte er seine Absicht ausführen. Da riss Loki die Nahtränder auf und wie sehr ihn auch seine wunden Lippen schmerzten, so hatte er doch das Verhängnis von sich abgewehrt.